Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alan Wake, beziehungsweise einer neuen Aufnahme. Wir stecken erstmal schön ein. Zeug hier. Schrotflinte, 11 Schuss, sehr gut. Pistole haben wir auch, sind wir auch gut ausgerüstet. So, und geht's mal weiter. Zum Zugdepot gehen. Ja, genau, das machen wir. Oh, Handy. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Ja, eher wie eine Aufzeichnung aus einer Schleife oder so. Nicht so, wie sie sich anhören sollte. Meiner Meinung nach. Was war das? Ein gelber Pfeil. Dem folgen wir doch mal. Ich höre irgendwas atmen. Was ehrlich gesagt mächtig uncool ist. Ah ja. Schön, schön. Munition. Munition ist schon voll. Schrotflinte, jetzt 15, ist auch gut. Leuchtfackeln, auch super. Ja, ne? Jetzt können wir uns draußen noch ein bisschen umgucken. Wow! Ich hoffe, das ist nur der eine. Ist nicht nur der eine. Da um die Ecke ist noch einer. Wow! Hörst du mal auf? Goddammit. Herrgott, Leute! Okay, aber jetzt lohnt sich wieder, die Revolver-Munition mitzunehmen. Die Energie, die tankt man ja eh wieder auf. Von daher, was soll es? Da liegt auch noch was, ne? Auf dem Baumstumpf. Eine Seite, habe ich die vorhin übersehen. Gucken wir mal. Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Hört sich nicht gut an. Das ist bestimmt die Rede von dem Bulldozer. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke. Und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Das wäre natürlich super. Gucken wir mal, ob das da hinhaut. Ich höre es atmen, das ist gar nicht gut. Ach, wenn das mal nicht prädestiniert dafür wäre. Hier ein Kampf ausbricht. Ein altes leeres Fass. Wow. Uncool. Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stark. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg.
Das sieht ganz nah aus. Gehen wir hier weiter. Wow, wow, wow! Autsch! Autsch! Na gut. ups. Verdammt. Vielleicht eine Leuchtfackel. Das könnte hinhauen. Oh, follow. Okay. Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stark. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Autsch. Au. So, das ist ganz schön Batterien gekostet jetzt. Aber wir leben noch. Ist hier was zu finden irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ja. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Herrgott. Da steht doch bestimmt gleich noch mehr auf. Ich warte mal kurz, bis die Taschenlampe wieder voll ist. Könnten wir nämlich gebrauchen, würde ich mal sagen. Ich will mal kurz noch da hoch. Jetzt nichts. Okay. Wie lang, ne? Eine Seite. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Okay. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Eine Hochleistungstaschenlampe, sehr schön. Halt.
Revolver. Batterien. Oh Gott, das wird bestimmt gleich wieder happig. Mal kurz so und los geht's. Ja. Arena. Drehen. Schrotflinte, Revolver ist voll. Das war klar. Aber sowas von. Aua! Aua! Goddammit! Das ist richtig bösartig, der Schaden. Der da vorne interessiert sich gar nicht für uns. Ich meine, das ist gut, aber... können wir vielleicht... Yay! Coole Sache. So. Können wir auch die Revolver-Munition wieder mitnehmen? Schrotflinte ist auch voll. Das Ding hier. Ach, seht ihr, davon hätte ich eigentlich auch mal eine fallen lassen können. Als ich so im Bedrängnis war. Aber naja. Gibt's hier sonst noch was? Was ich hier mitnehmen lohnt vielleicht. Ja, dort eine Thermosflasche. Stecken wir ein, natürlich. Okay, dann gehen wir mal weiter. Kontrollpunkt, auch sehr gut. Können wir da hoch? Nein. Okay, na gut, dann gehen wir mal da lang. Ey, so läuft das, Leute. Oh. In light you can hurt them. Na gut, das ist ja auch nichts Neues jetzt. Ist eine Emergency Box. Uhu. Noch eine. Nee, doch nicht. Ah. Revolver-Munition, Batterien. Ist das jetzt ein anderer Revolver, den wir haben, oder noch immer derselbe? Wir haben einen aufgehoben, ne? Mal. Wake wird vom Dunkel angegriffen. Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Mhm. Hört sich jetzt auch nicht so prickelnd an. So, das hier sieht schon wieder extrem nach Arena aus. Hat auch gelacht, wenn hier keine Gegner kommen würden. Ja, der Bulldozer. Ja, zu viele Gegner auch noch. Ah!
Wow. Sehr geil. Okay. Aua, aua. Lad auf, lad auf, lad auf. Aua. Herrgott. Mal nachladen, bitte. Mal etwas schneller nachladen, bitte. Danke. Au! Goddammit. Ich glaube, ich sollte mal hier aufmachen, langsam. Aua! Verdammt! Das hätte ich viel früher machen sollen, glaube ich. Wow, 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 wow! Aua! Wo kommst du denn her? Mal nach. So, dann rennen wir jetzt mal schnell dorthin. Batterien nehmen wir auch noch. Wow, 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 wow. Hier ist offen. Schnell zum Licht. Ah. Okay. Sieht gut aus. Ein Auto. Wunderbar. Was will man mehr? Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Sehr gut, sehr gut. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Oh Gott, Bergwerk, völlige Dunkelheit. Das ist nicht gut, Leute. Absolut nicht gut. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir alles übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Wir haben schon wieder nichts dabei. Ich will auch eigentlich nicht zu weit zurücklaufen. Ja, obwohl, komm. Machen wir mal. Gucken wir mal, ob es da hinten vielleicht doch noch was gibt. Alter Alan, dein Ausdauer ist echt für die Katz. Selbst tagsüber wurde ich verfolgt. Die Brücke war zusammengebrochen, kurz nachdem ich sie passiert hatte. Na gut. Aber scheint es auch nichts mehr zu geben. Von daher, was soll's.